Now the computer can recognize you. Unbeobachtet durch Peking zu laufen, ist im Prinzip überhaupt nicht mehr möglich. Überall sind Kameras, die alles dokumentieren, was um uns herum passiert. Und in Zukunft wird es nicht mal mehr reichen, sich eine Brille oder einen Hut aufzusetzen, denn die Überwachungstechnologie in China ist sogar schon einen Schritt weiter. In Peking gibt es ein Start-up, dem es gelungen ist, eine Software zu entwickeln, die Personen anhand ihres Ganges identifizieren kann. Wir besuchen Wetrix, ein Unternehmen mit rund 100 Mitarbeitern, das führend ist in der Ganganalyse. Man Sang hat sich bereit erklärt, uns das System vorzuführen. Und ich bin ihr Versuchsobjekt. Zunächst muss ich ein paar Mal im Kreis laufen, damit der Computer ein Profil für mich anlegen kann. Einmal registriert, erkennt mich das System immer wieder. Täuschungsversuche sind zwecklos. Now your name. Jetzt hat der Computer sie abgespeichert. Und was ist, wenn ich so tue, als ob ich humple? Versuchen Sie es ruhig. Sehen Sie, der Computer hat Sie trotzdem erkannt. Wie funktioniert das genau? Der Computer registriert auch andere Merkmale, zum Beispiel Ihre Körpergröße und Statur. Und wie lange braucht der Computer? Weniger als eine Sekunde. Zwei Schritte reichen. It can recognize you. Und wenn ich mich in einer großen Gruppe befinde, unter 100 Leuten oder so, erkennt mich der Computer dann auch? Ja, wenn Ihre Informationen zugeordnet sind, können wir sie auch unter 100 Leuten sofort erkennen. Chinesisches Staatsfernsehen zur Primetime. CCTV zeigt eine Unterhaltungsshow, die Millionen Zuschauer begeistert. Jizi Guren, wörtlich Maschinenweisheit gegen den Menschen. Startups treten mit ihren Erfindungen gegen Menschen an. Heute lautet die Aufgabe, Personen identifizieren. Männliche Vierlinge tanzen mit weiblichen Vierlingen. Die Geschwisterpaare sind maskiert und tragen exakt die gleiche Kleidung. Wer kann die Jungs und Mädchen zuverlässiger voneinander unterscheiden? Die intelligente Software oder ein Mensch mit einem IQ von 140? Wetrix liegt mit seiner Software immer wieder vorne. Die Jury ist überzeugt. Dank künstlicher Intelligenz können Maschinen plötzlich aktiv dazulernen. Aus tiefstem Herzen unterstütze ich diese Entwicklung. Diese Technologie sollte viel häufiger angewendet werden. Mir bereitet die Software von Wetrix Unbehagen. Das chinesische Publikum hingegen war hingerissen. Die Show machte das Start-up landesweit berühmt und sorgte für viele Anfragen, auch aus dem Ausland, erzählt mir Man Sang. Sie ist überzeugt davon, dass die Technologie China zum Besseren verändert. Die Polizei kann die Software nutzen, um Verdächtige zu identifizieren. Selbst wenn Kriminelle vermummt sind, können sie in Zukunft an ihrem Gang erkannt werden. Aber es gibt noch mehr Anwendungsgebiete. In Kohleminen oder Ölfeldern zum Beispiel, wo nur wenige Menschen auf einer riesigen Fläche arbeiten. Um zu verhindern, dass fremde Menschen das Gelände betreten, müsste man nur einmal den Gang der Mitarbeiter filmen und ins System einspeisen. Ab dann könnte man in Zukunft sofort erkennen, wenn ein Unbefugter sich einschleicht. Bis 2030 will Staatspräsident Xi China zum führenden Land für künstliche Intelligenz machen. Dafür werden Milliarden in Förderprogramme investiert und eifrig Daten gesammelt. 176 Millionen Überwachungskameras gab es in China bereits 2016. Bis zum Jahr 2020 sollen es 600 Millionen sein. Von Daten wie diesen profitiert natürlich auch das Startup Wetrix. Es braucht immense Datenmengen, um den Algorithmus ihrer Software weiterzuentwickeln. Stolz zeigt mir das Team einen Promofilm, der Polizeistationen im ganzen Land überzeugen soll, die Software einzusetzen. Was auf mich wie ein Albtraum wirkt, soll auf dem chinesischen Markt als Verkaufsargument überzeugen.
Auch Man Zhang findet, dass Sicherheit in China eindeutig Vorrang vor der Privatsphäre haben sollte. Ich persönlich finde das in Ordnung, wenn alles gefilmt wird. Die Polizei nutzt die Daten ja nur für Verdächtige. Sie überwacht nicht jeden. Ich fühle mich sogar sicherer, wenn es mehr Kameras gibt. Wie umfassend China neue Technologien wie die Ganganalyse-Software in Zukunft einsetzen wird, muss sich noch zeigen. Die technischen Möglichkeiten für einen totalen digitalen Überwachungsstaat werden in jedem Fall immer besser.